Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Soma. Ich bin der Baume und ich stelle mir gerade selber die Frage, bin ich real? Natürlich nicht. Ich sitze in deinem Monitor, ich bin noch nicht real. Aber das Spiel ist real. Das gibt es zumindest auf Steam zu kaufen, kannst du ja auch mal holen und die Entwickler supporten. Haha! Schleichwerbung, aber gute Schleichwerbung. Zu wenig Strom. Das ist mir egal. Ich fahre auch langsam, ist nicht schlimm. Ich habe immer noch den Anzug an. Holy moly! Jesus Christ! What the hell? Ich fasse die Dinger nicht nochmal an. Bis jetzt war es lustig, aber jetzt fasse ich die nicht nochmal an. So, wir haben Taschenlampofenkopf. Was machen wir mit dem Taschenlampofenkopf? Ich fasse die Dinger nicht nochmal an, das ist doch doof. Okay. Ein Helm und zwei Handschuhe. Vielleicht liegt da aber auch eine Kamera und zwei Greifarme. Ich habe keine Ahnung, was hier. Ich gehe mal hier lang, weil ich es kann. Oh, ein Wunder, läuft hier kein Wasser rein. Ich hoffe, unser Robot-Chicken findet uns hier nicht. Dazu müsste es erstmal durch den Ozean, aber das traue ich ihm zu. Vielleicht ist das Robot-Chicken ja auch ein Mensch, der defekte Roboter jagt? Ich weiß es nicht. Hui. Köstliche Schlodder-Schnotzen-Pampe. Wir können die Kamera ewig lange anlassen. Das finde ich super, sehr gute Neuerung. Keine Batterie, die runtergeht und die ich aufladen muss, indem ich sie mal kurz ausmache oder so. Einfach nur Wert gefunden oder... Oh Gott! Du bist ja noch wach! Was zur Hölle ist hier los? Alter! Läuft die Aufnahme wirklich? Hab ich das auf Band? Wir haben das auf Band, oder? Oh, bist du eklig! Lunge mehr? Was ist mit deinem Gesicht? Nimmst du mich wahr? Hey, are you? Don't hurt me! Hab ich nicht. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. Das Zeug verwandelt. Nee, ich will das nicht abziehen. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Das ist Asaro. Die hängt hier seit einem Jahr rum. Die hat nie geschafft, ihr Shuttle zu starten. Ich habe mich schon gefragt, was aus ihr geworden ist. Willst du einen Schluck Benzin? Alter Schwede. Das ist das Mädel, von dem wir gehört haben und alles, die Karl verloren hat. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Karl Amy needs help. Karl hat genau das gleiche gesagt. Ich kann nicht noch mehr mit dir reden. Ist mir ein Rätsel, wie ich bei dem Anblick Hunger kriegen kann, aber es ist so. Darf ich dir ein Loch in den Kopf bohren? Das wäre wahrscheinlich das Gesündeste. Nee, hier. Nimm den Bohrer, pass auf. Holy moly, ist der riesig. Oder du bist einfach nur wahnsinnig klein. Ich glaube, du bist klein. It won't let me die. Nothing ever dies here. Nichts wird hier jemals sterben. Ich fürchte, ich muss dir den Saft abdrehen, junges Fräulein. Strom an, Gleisshuttle offline. Reserve. Zwei Kabel. Da irgendwo reingehen.
Das wuchert alles voll, ihre Haut, ihr Gesicht, ihr Arm. Da sind so feine Adern über ihren Beinen. Und was zur Hölle ist das da? Das sind eiserne Lungen. Shit, are you okay? Are you okay? I don't know. I want to go home. Oh, es ist traurig. Das sollte doch an Strom reichen. Kann ich noch ein bisschen mit dir reden? Es pumpt noch ein bisschen. Das sollte reichen. Stromversorgung instabil. Strom an. Sicherheitssysteme sind offline. Ich kann auch ohne Sicherheitssysteme, aber du kannst hier... Grundsysteme und Gleise sind an. Scheiß auf die Sicherheitssysteme, oder? Scheiß auf die Sicherheitssysteme. Ich will nicht noch einen umbringen. Ich lass die hier. Schnapp dir den Feuerlöscher, Mädel. Ich hab meinen in einem Gitter verloren, aber er wird dir helfen, falls es brennt. Ich beeil mich jetzt mal. Wir müssen eh gleich wieder zurück. Wir müssen eh gleich zurück, weil das Shuttle ohne die Sicherheitssysteme nicht ablegen will, aber ich muss es wenigstens probieren. Ich will es wenigstens probiert haben. Das habe ich schon mal angefasst, ne? Ja. Ach nein, es gibt nur 1, 2, 3, 4, 5 Stationen. Alles klar, 5 gibt's. 5 gibt's. Bitte geh, bitte geh, bitte geh, bitte geh, bitte geh, bitte geh, bitte geh. Muss reichen. Da kommen wir da halt nicht ins Zimmer rein. Das ist egal. Das ist egal. Ich muss da nicht rein. Oh Gott. Aber will man wirklich so leben? Ist das ein Leben? Vielleicht können wir sie irgendwie da rausholen. Vielleicht können wir irgendwann jemanden wieder hier hinschicken, der sie da rausholt. Shuttle J6 activated. Warning. Unreliable power. Proceed with caution. Wie viel Strom verbraucht die denn? Ja, fahr halt... Ach so. Stimmt, wir können ja nicht im Stehen fahren. Wo kämen wir denn dahin? Ja, wo kämen wir dahin? Zur nächsten Haltestelle. Lambda? Geht garantiert nicht. Ich komme wieder. Schätzchen, Baby. Du kleine Pudelbämme. Gott. Du sympathischer Toaster. Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station has multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. Okay. This is our principal operation. Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There, you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Jupp, ich nehme eins an die Oberfläche, bitte. Zum Mitnehmen. Ach nee, packen Sie es nicht ein. Ich nehme es gleich hier.
Ich habe das Gefühl, gleich steht jemand neben mir und sagt, na, haben Sie eine Fahrkarte? Strom instabil. Oh, shit! Da hätten wir wohl das andere Kabel auch rausziehen sollen. Notausstieg. Ah, ich sehe schon, wir sind nicht auf dem Bild. Ne? Mit Schmackes, Junge. Okay, sollte uns jemals etwas gefolgt sein, es wird uns jetzt nicht mehr einholen können. Natürlich verunglücken wir. Ich frage mich, ob wir mit dem Sicherheitssystem durchgekommen wären. Das ist ja gut, dass es nicht passiert ist. Jetzt haben wir mehr Content vom Spiel. Wer baut denn hier ein Telefon? Simon. Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not all right. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on out there? I gotta go. See you soon, Simon. Mm-hmm. Catherine? You okay? Nein, sie hat gerade aufgelegt, du kleines Dummerchen. Ich würde nicht. Wir humpeln ja. Kann ich noch rennen? So ein bisschen. Okay. Wir sind anscheinend. Ich sag mal einfach, wir sind beschädigt. Catherine, 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 du wirst dich echt nur umgucken, wenn wir dich finden. Was soll das denn für ein Symbol sein eigentlich? Ja, wo ist denn hier eine Wartungsluke? Kann es sein, dass du mich heilst? Du hast mich geheilt. Ich humpel nicht mehr. Die Dinger heilen mich. Fucking Strukturgel, Alter. Hier ist die Notluke. Das Strukturgel hält mich am Laufen. Und infiziert mich. Ich zieh's durch. Ich werde jetzt alle benutzen, nur um der Welt zu beweisen, dass ich verdammt wahnsinnig werden kann, wenn man es übertreibt. Das sind jetzt meine Zigaretten. Die kleinen Wandknospen, die... Ich glaube, wir sollten den Deckel lieber zumachen, wenn wir gehen. Aber dann, jetzt läuft doch gleich alles mit Wasser voll. Ach so. Und das hier sind... kleine Krebse, die da festgewachsen sind. Wie heißen die nochmal? Seedingsies. Fuck, I forgot the Omni-Tool back in the shuttle. Ach, bist du bescheuert, oder was? Hätte ich das mitnehmen sollen von Anfang an? Hätte ich das gekonnt? Ich hab's da echt vergessen. Ich hab's einfach da drin stecken lassen. Der Anzug ist eigentlich ganz cool, aber dass unsere Hände leuchten, ist echt scheiße. Weil wir sind bereits mit diesem blöden Zeug infiziert. Bild mir ein, manchmal Stimmen zu hören. Oder Übertragungen? What? Es geht ab. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut.
Vielleicht, weil ich das Shuttle anschaue. Vielleicht lässt mich das... Da stand gerade etwas. Oder jemand. Da stand jemand. Oder etwas. Ich habe es nicht genau erkannt. Was auch immer das heißt. Piep, piep, piep. Ich hab echt den fucking Knopf vergessen. Was? Was stand da? Oder wer? Irgendeine Existenz war da. Jetzt ist sie weggeploppt. Wir werden offensichtlich wahnsinnig. Wir sind es schon lange. Ich meine, wir haben plötzlich eine Taschenlampe, die ist uns gewachsen aus den Haaren. Das ist nicht normal. Warte mal, lass mal meine Arme anschauen. Oh ja. Oh ja. Oh ja, das ist dieses Zeug. Das leuchtende, das ist das leuchtende Zeug. Das leuchtet. Das leuchtet blau. Guck, wie die kleinen Tentakeln auf uns schon wachsen. Oh weia. Ich muss da mal gucken. Kann man das nicht irgendwie abziehen? Ich werde genauso enden wie die Alte da in der Ecke und dann werde ich ein Robi, wenn ich nicht sowieso schon einer bin. Ich greife trotzdem jetzt immer in die Dinger rein. Zip. Okay, ich bin ready. Here we go again. Seepocken heißen die Dinger. Seepocken. Verrückt. Ich glaube, uns wachsen Seepocken auf dem Arm. Nee, das muss dieses Strukturgel sein. Was auch immer das, warum auch immer das Gel ist, weil es härtet ja anscheinend aus und bildet kleine Tentakelinos. Ich greife trotzdem immer wieder in die Dinger rein. Die machen uns ja... You find Lambda, right? I mean, really? How big can this ocean be? Naja, ungefähr so groß wie der verdammt nochmal größte Ozean, den wir so haben. Also so ungefähr so 60% der Weltoberfläche. 60? 70? 80? 90? 100? Ich glaube 100. Ist ein Meteorit eingeschlagen. Vielleicht gibt es ja gar kein Land mehr. Auch schon mal gut zu wissen, dass das Meer nicht verdampft ist nach dem Armageddon. Dass wir uns einbilden. So, wir joggen gemütlich unter Wasser. Das ist überhaupt kein Ding. Unter Wasser joggen ist auch gar nicht anstrengend oder so. Stell dir vor, das ist Luftwiderstand. Nur irgendwie im Wasser. Also halt so joggen mit Luft anhalten. Lambda. Das ist das Lambda-Zeichen. Jeder kennt es aus Half-Life. Noch 350 Meter. Na, was kann denn in 350 Metern noch passieren, ne? Ich hätte gern ein Unterwasserfahrrad. Lambda. Ich komme. What's making that noise? Nee, ich hab nix. Das ist mein Strukturgel. Ich mag mein Strukturgel zwar nicht, aber ich weiß, das ist schlecht. Deshalb werde ich dir erst recht keins abgeben. Wo ist er hin? Du hast gar keinen Kopf. Nee. Oh Gott. Ja. Genauso wenig wie ich dir vertraue, du kleine fiese Kackanlage. Ich hoffe, der kann unter Wasser nicht Fährten lesen. Ooh.
Riesengroßer Turm. Hammerhai! Ein Hammerhai! Warte, am Rand ist er größer. Ah ne, das ist meine Cam davor. Da am linken Rand. Hammerhai. Nice. Jetzt will ich nur noch einen Riesenkraken sehen. Kriege ich einen Riesenkraken? Das, ich glaube, das da vorne ist die Startrampe. Das ist ja anscheinend ein Shuttle-Programm hier. Weltraum-Shuttle-Programm-Shuttle-Raum. Soll ich hier hoch? Ist das mein Weg? Soll ich hier rein? Hallo? Ist da drin jemand? Tok, tok. Kein Schwein da. Wie komme ich da rein? Wartungsluke. Ich brauche eine Wartungsluke. Funktioniert meine Lampe? Naja, äußerst dürftig. Keine Wartungsluke in Sicht. Gehe ich links dran vorbei. Wieso ist es denn irgendwie effektiv? In welcher Welt ist es denn effektiv, Dinge vom Wasser aus, also von der tiefsten Stelle, die wir so auf unserem Planeten haben, ins Weltall zu schießen? Die höchste Stelle, die wir so schon gar nicht mehr auf unserem Planeten haben. Wo soll ich denn jetzt rein? Ich probier's mal hier. Lambda. Ich glaube, ich brauche wieder einen Robo-Freund. Nee, diesmal nicht. Ich hoff's doch, Alter. Ich hoff's doch. Wir haben es nach Lambda geschafft. Von Catherine ist weit und breit keine Spur. Gut, sie konnte ja auch nicht wissen, wo wir ankommen. Aber ich hoffe, sie ist in der Nähe. Oh Mann. Und diese kleinen Rubis, die da draußen rumschwimmen. Also die Roboter sind eindeutig süchtig und abhängig von diesem Zeug. Was mich nur beunruhigt, ist, wie schnell es anfängt, auf uns zu wachsen. Auf unseren Armen. Und wer weiß wo noch. Und wie immer die Frage, sind wir ein Mensch? Die Frage kann uns nur einer beantworten. Und das ist Catherine. Ich hoffe, dass wir sie rechtzeitig finden. Dass ihr noch irgendwas zustößt oder so. Weil sie schien es jetzt zum Schluss ziemlich eilig zu haben, wegzukommen von ihrem Gespräch. Und da ist noch was Neues. Irgendwas Neues. Irgendwas war da am Shuttle. Ich habe keine Ahnung, was das war. War es humanoid? War es ein Mensch? Eine Maschine? Ein Ding. Es ist alles ein Ding. Wir können uns hier bei nichts sicher sein. Uns wächst plötzlich ein Tauchanzug, dann wächst uns eine Taschenlampe, wenn wir sie brauchen. Ich vermute ja, wir sitzen immer noch im Stuhl, während dieser angehende Doktor im Jahre 2015 uns im Hirn rumspielt. Und vielleicht ist es das, was wir hier durchleben müssen. Damit der Heilungsprozess fruchtet, vielleicht durchlebt man da ja so eine Art Film. Ich hoffe es. Weil alles andere wäre echt scheiße. Wobei, wenn wir wirklich in der Zukunft sind und eine Kopie unseres Bewusstseins, unseres Neuralscans aktiviert wurde, dann hoffe ich doch, dass unser Original ein erfülltes Leben geführt hat und irgendwie glücklich gestorben ist, bevor der Asteroid einschlug. Wenn es ein Asteroid war. Sagen wir mal vor dem Armageddon. Und dem Erdbeben, das auch hier alles zu Scheiße verwandelt hat. Vielleicht ist mit dem Asteroiden etwas mitgekommen, das sich übers Wasser ausgebreitet hat und jetzt auch hier angekommen ist, in der letzten Hochburg der Menschheit und nach jeden Menschen und jede Maschine infiziert.
wir finden es raus. In der nächsten Folge. Naja, da vielleicht nicht, aber irgendwann. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Tschüss.